Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur Familie Wessex. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, ich muss gestehen, dass ich in den ersten Folgen es noch nicht so richtig gefühlt habe, wieder dieses Crusader Kings Feeling. Aber spätestens seit der letzten Folge bin ich voll into it. Ich habe so mitgelitten mit Herzog Edgar, mit dem Tod zweier seiner Töchter. Und es ist ja das Traurige immer noch, seine aktuell noch lebende Tochter ist immer noch an Schwindsucht erkrankt, kann also auch noch sterben. Und auch seine Frau ist noch an Schwindsucht erstanden. Nur er war der Einzige, der diese Schwindsucht bisher überstanden hat. Und ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Und ich will es wissen. Ich will es wissen und deswegen machen wir jetzt hier weiter, Freunde. Und wir schauen, wie die Geschichte von unserer möglichen Reinkarnation von König Artus weitergeht. Die Frage ist, ist das Guinevere oder kommt Guinevere noch, falls der Tod sie holt? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, was hier los ist. Was wir aber wissen ist, dass er seine Armee etwas gestärkt hat. Hier noch ein paar Truppen leichtes Fußvolk, denn das leichte Fußvolk ist gedacht, um hier die Huskarle und das gepanzerte Fußvolk quasi zu schwächen. Vielleicht sollten wir aber auch gleichzeitig mal noch Huskarle in Auftrag geben. 46, 30. Die sind auf jeden Fall viel stärker. Wenn auch sehr teuer. Aber ich würde sagen, eine Einheit wie auch immer man sie ausspricht, holen wir uns noch. Und ja, wir wurden übermannt bei den letzten Malen. Und wir haben jetzt wieder sehr viel Anspannung bekommen. Und ja, aber über Selbstmord wird nicht nachgedacht. Gleichzeitig sehen wir hier noch eine Einladung zu einer Jagd von Earl Cuthbert. Unser Ratsspitzel. Nun, ich würde sagen, der kommen wir auf jeden Fall nach, weil wir müssen uns ablenken. Demnach machen wir das. Ich reise gerade durch Herefordshire, wo mein Ratsspitzel Earl Cuthbert residiert, als ich eingeladen werde, seine Residenz zu besuchen. Da hat er mich wahrscheinlich auch auf die Jagd eingeladen. Wir könnten eine Weile bleiben oder führt mich in meine Gemächer. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ganz gute Beziehungen mit ihm. Führt mich auf meine Gemächer. Und dann sehen wir uns ja schon auf der Jagd. Wie hoch ist die Chance? Oh ja, 94%. Dann werden wir vielleicht einmal noch die Beziehungen verbessern. So. Ich sollte in der Lage sein, das Haus Wessex mit Stolz zu vertreten bei dieser Jagd. Das ist der Plan. Lager sind aufgeschlagen. Bald geht's los. Oh, ein Komplott bei Hofe. Jemand möchte meinen Ritter Torf ermorden. Wieso? Höchst kurios. Ah, die Chancen sind gerade gestiegen. Earl Cuthbert legt sich auf die Beute Fuchs fest. Oh, Prestige ist trivial. Earl Cuthbert, wieso denn nichts Größeres, was du jagen lässt? Meine Gruppe und ich pirschen uns durch ein Wäldchen, die Augen auf den Fuchs gerichtet, auf einen möglichen Fuchs. Aus dem Blätterdach über uns ertönt ein leises Zwitschern, das immer lauter wird, je weiter wir vorankommen. Es ist ein Nestling, der nach seiner Mutter schreit. Ein flinker Jäger holt ein flauschiges Raubvogelküken, das noch nicht flügge ist, vom Baum. Was für ein Glück. Nur wild gefangene Küken können ordentlich für die Jagd abgerichtet werden. Ah, wir könnten einen Greifvogel bekommen. Hier Cuthbert ein Geschenk. Legt es wieder zurück. Aber wir sind Jäger. Ja, lass es uns zu meinem Gehege bringen. Einverstanden. Das bringt uns auch nochmal ein bisschen Prestige. Mein Erzjägermeister Osred erspäht unsere Jagdbeute als erstes. Los geht's, Leute, los geht's. Der Fuchs ist da vorne. Oh mein Gott. Und was hören wir da? Meine kranke Frau, die in Schwindsucht nach wie vor erkrankt ist. Orsolia, sie ist schwanger. Ob es vielleicht der eine Sohn ist, den wir uns immer gewünscht haben? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Währenddessen aber auf der Jagd, während ich immer noch an hoffentlich ein weiteres Kind denke, was mich wieder glücklich machen könnte. Unsere Pläne gingen leider auf der Jagd nicht auf. Der Wind oder höhere Mächte haben Probleme gemacht. Die Jagd schlägt fehl. Schlaues Ding, dieser Fuchs. Lassen wir das Abenteuer fürs Erste hinter uns. Der Fuchs ist leider entkommen, aber wir haben ein wenig Anspannung abgebaut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Immerhin. Naja. Gut, wir reisen wieder zurück. Das heißt, wir könnten jetzt aber wieder eine gute Amme brauchen. Wir hätten aktuell keine, glaube ich, die gut geeignet wäre, richtig? Wenn wir wirklich jetzt wieder ein Kind bekommen. Nein, ich denke, dann wird es Zeit, dass wir mal nach einer guten Amme suchen. Beginnen wir die Suche. Sollte ich jetzt nochmal ein Kind erhalten, brauchen wir eine Amme.
So, wir können hier eine Nachfolge ernennen. Das wollten wir tun. Godwin wird ernannt. Damit haben wir das getan. Ja, unsere Tochter kann einen Vormund. Jetzt kann unsere Tochter wieder einen Vormund bekommen. Ja, Nadine. Nadine, Nadine, Nadine. Ich werde mein Bestes geben, dir noch irgendwas beizubringen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, währenddessen ein tierischer Kampf. Unsere Reise wird gewaltsam durch das Geräusch von reißendem Fleisch, knirschenden Kiefern und den verzweifelten Schreien eines Mannes unterbrochen. Der Lärm ist derart entsetzlich, dass er aus den Tiefen der Hölle kommen muss. Beim Versuch, die Quelle der Schreie ausfindig zu machen, finden wir einen Ritter im Kampf gegen einen Wolf. Dieser Mann hat meine Hilfe verdient. Oh, 50% Chance. Wir werden verwundet und Osmund könnte sterben. Aber wir sind tapfer. Ich werde selbst ihm helfen. Hier ist mein Schwert. Das hätte auch König Artus getan. Nieder mit dir, Wolf! Ihr besiegt das Raubtier. Sehr schön. Osmund wurde gerettet. Osmund wurde gerettet. Ist zwar kein großer Mann, aber nun gut. So, ich bin zu Hause zurückgekehrt und es gilt, eine Amme zu finden. Burgflat wäre wohl gut. Enthild ist schlecht. Naja, dann soll es wohl Burgflat werden, würde ich sagen. Kostet uns zwar 60 Gold. Oh, und damit kommen wir erstmal in die Schulden. Aber das ist es wert für eine gute Amme, würde ich vorschlagen. In 3 Monaten sind wir wieder schuldenfrei. Heute hielt Onlaf eine feurige Predigt für alle Kinder des Hofes. Sie waren richtig gehend gefesselt, als aus der Heiligen Schrift vorgelesen wurde. Meine Tochter Nadine erzählte mir immer wieder, wie gut ihr die Teile über Satan gefallen haben. Was? Um Himmels Willen. Sie könnte sadistisch werden. Oder religiöse Eiferin oder ehrgeizig. Naja, dann werden wir sie doch wenigstens zum Ehrgeiz bringen, denn Sadismus ist kein. Das ist kein. Das ist nicht der Weg von Artus, den wir beschreiten wollen, Nadine. Glaube ist ein Mittel zum Zweck. Vielleicht zu größerem. Vielleicht einem vereinigten Königreich. Ah. Damit haben wir die Anspannung, die wir auf der Jagd verloren haben, wieder auf unsere Schultern bekommen. Aber wir könnten unser Glaubensoberhaupt mal wieder um Gold bitten. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Oh, und unser Hofgrund ist von uns gegangen. Nun gut. Die Notlage wurde bedacht. Fantastisch. Wir haben Gold vom Papst bekommen. So. Ich wollte doch noch mit irgendjemandem meine Beziehungen verbessern. Mit ihm haben wir jetzt gute Beziehungen. Ich glaube, mit fast möglichen Vasallen. Wobei, da verstehen wir uns eigentlich auch ganz gut mit allen. Und was noch ein bisschen überraschender ist, König Robert ist nicht gestorben. Wir alle dachten doch, dass er. Der war, der, uns kam doch die Kunde, dass er dem Tode nahe ist, aber er hat scheinbar überlebt. Er hat überlebt. Dann werden wir versuchen, mit ihm die Beziehungen zu verbessern. Mit unserem König. Zum Regenten würde er mich nicht ernennen. Vasallen können mir nicht übertragen werden. Und ist er bereit, meine Vasallenbande zu ändern? Wir haben kein Druckmittel. Na gut. Dann werden wir erstmal ein bisschen Briefkorrespondenz mit ihm führen. Wir könnten einen Anspruch auf die Bretagne bekommen, aber da müssten wir gegen Burgund marschieren. Oh! Wir sehen aber gerade, dass Burgund tatsächlich sehr schwach ist. König Joscelin? 6 Jahre alt? Haupterbe ist der König von Frankreich. Das wäre natürlich eine Chance. Wieso nicht? Die Bretagne ist nicht weit entfernt und wenn wir da einen Anspruch bekommen könnten durch den Papst? Scheinbar sieht ja Gott uns als rechtmäßiger Erbe der Bretagne an. Und wer weiß, wo am Ende genau der Hof von König Artus war? Ist es wirklich Cornwall gewesen? Wales? Mercia? Wir wissen es nicht. Also gut, wenn der Papst es so verlangt, dass jemand Besseres dort herrschen soll, dann sei es so. Dann werden wir dies auch sofort durchsetzen. Der Gegner ist schwach, wir sind stark und wir können die Bretagne erobern. Und so mögen wir einen tapferen und glorreichen Krieg führen. Wir heben unsere Truppen aus und ich werde natürlich selbst wieder die Truppen in die Schlacht führen, das steht fest. Die Hauptstadt in Burgund ist natürlich hier im Süden, aber wir werden fürs Erste jetzt erstmal hier landen. Kostet uns ein wenig Gold.
Aber die 15 Gold für die Überfahrt sollten wir, das sollte passen. Was wir auch noch dringend mal bräuchten, wären Belagerungswaffen. Geldtechnisch könnten wir uns das bald mal leisten. Nein! Als ich gerade in der Bretagne anlande, erreicht mich ein Bote mit einem anderen schnellen Schiff, was uns hinterhergefahren ist. Es tut mir so leid, euer Kind, mein Herzog. Es ist gestorben. Es wäre ein Sohn gewesen. Nein, nein, was tust du mir an? Osilia, es wäre mein Sohn gewesen im Jenseits. Die zweite Todgeburt, wieso werde ich nur so... Nein, das war die letzte Hoffnung, die ich hatte. Die letzte Hoffnung, die ich hatte. Und der Papst wird sicherlich kein Interesse haben, sich mit uns irgendwie einzutun, einzugeben. Ach, verflucht noch eins. Meine ganze Nachfolge könnte ein Ende haben. Oder es ist dann am Ende meine Schwester vielleicht, die mit ihrem Sohnemann Egbert alles eines Tages erben könnte, sollte meine Tochter sterben und meine Linie aussterben. Egbert, auch aus dem Hause Wessex, vielleicht sollte ich Egbert ausbilden. Ränkespiel. Ja. Wir werden Egbert, den Sohn meiner Tochter, ausbilden. Denn sollte Nadine sterben und auch ich sterben, dann wird meine Schwester oder dann eben ihr Sohn Egbert alles erhalten. Es müssen Vorkehrungen für diesen traurigen Fall getroffen werden. Ich hoffe nicht, dass er eintritt. Ich hoffe, dass ein eigenes Kind von mir das hinbekommt. Egbert bricht nach Lyon auf? Wieso? Ein Höfling unter Freunden. Meine Schwester Gräfin Margaret hat mich mit einem Besuch beehrt und mir einen ihrer Höflinge mitgebracht. Margaret tritt aufgeregt an mich heran. Wohlan, Herzog Edgar, mein Bruder. Es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Warwickshire gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Leofwin an eurem Hof nützlich sein könnte. Er ist ein ungeheurer geschickter Diplomat, eine echte Silberzunge. Es wäre mir zu Unrecht, wenn ihr großes Talent verschwenden würdet. Warum nehmt ihr ihn nicht auf und entfesselt sein Potenzial? Oh, er ist tatsächlich eine Silberzunge. Ja, meine Schwester wird meine Freundin und Leofwin schließt sich unserem Hof an. Ich weiß genau, wo er gebraucht wird, absolut. Den nutzen wir doch direkt. Leofwin. Der neue Ratskanzler. Sehr gut. Gut, aber währenddessen führen wir Krieg. Ein formbarer Geist. Hervorragend. Er ist jetzt bei uns. Egbert. Schauen wir mal, was wir aus dir machen können. Ah, fleißig nur 1%. Gesellig vielleicht. Dann lassen wir ihn selbst vielleicht mal ein wenig entwickeln. Aber wir haben auf jeden Fall unseren Hoftutor. Der ist ganz gut geeignet. Die Amme haben wir auch. Der Hofgrund ist das in der Hinsicht nicht so wertvoll, wichtig. Gut. Gut, gut, gut. Also schön, führen wir unseren Krieg. Das wird wahrscheinlich eh länger dauern, als man denkt. Hier diese ganzen Belagerungen brauchen leider recht lange. Wir kommen in der Kriegsführung voran. Versorgung im Feld. Ich denke, das Einschließen ist vorher noch wichtig. So, die nächste Belagerung. Ach, Lyon. Das war nicht das spanische Lyon gemeint, sondern er ist wirklich nach Lyon zu uns gereist. Das heißt, Egbert ist jetzt seit Seite an Seite bei mir, mein Mündel, mein Neffe, der eventuell eines Tages erben könnte. Wulfrum, meine Freundin quält sich schon seit dem ganzen Tag und versucht offensichtlich die richtigen Worte zu finden. Als wir uns auf den Weg machen, um etwas zu essen, beginnt sie schließlich verlegen. Mein Herzog, ich habe Gerüchte gehört über Morka. Ihr nennt ihn Mordred oder auch Mortimer. Der Herzog von Northumbria. Er hat euch zum Ziel seiner Feindseligkeiten erkoren. Er bezeichnet euch mittlerweile sogar in der Öffentlichkeit als den illegitimen Herzog von Northamptonshire, der sich täglich seiner rechtmäßigen Ländereien und Einkünfte bemächtigt. Dann hat er jetzt also seine wahre Zunge gezeigt, würde ich sagen. Die Schlange.
Es ist Mordred, dieser Morka. Und damit ist er mein Rivale geworden. Vielleicht wird der Tag eines Tages kommen und ich werde ihm in Zweikampf suchen, aber dafür müsste ich besser im Kampf geschickt werden als er. Was hören wir da? Eine neue Seuche? Oh, im Osten Englands. Kümmert sich unser Hofarzt? Ja, Seuche wird bei uns gebändigt. Sehr gut. Sehr gut. Kontrolle wird weiter erhöht. Wir führen hier noch Krieg. Schwindsucht. Meine Frau. Nun, sie muss seit Jahren diese Schwindsucht erleiden. Es ist Zeit für drastische Maßnahmen. Erfolgreiche Behandlung. Stark gelinderte Krankheitssymptome. Sie war dem Tode nah und wir haben sie gerettet. Sehr schön. Strategische Sackgasse. Ah ja, meine Befehlshaber. Ich bringe meine Befehlshaber auf den richtigen Kurs zurück. So, nun geht es um Nadine. Meine Tochter. Bei meiner Tochter machen wir jetzt nicht nochmal denselben Fehler mit den drastischen Maßnahmen wie bei meiner anderen Tochter, die einbeinig wurde. Vorsichtig werden wir sein. Eine erfolgreiche Behandlung. Immerhin, immerhin. Nun gut. Schauen wir mal, was mit Nadine noch wird. Beim Rest ist sie noch sehr schlecht. Bei den ganzen Dingen, die wichtig sind für eine Herrschaft. Aber gut, wir werden es sehen. Ein Anspruch. Irgendjemand hat einen Anspruch. Der Herzog von Lancaster. Ja, um ihn werde ich mich als nächstes kümmern, wenn dieser Krieg hier vorbei ist. Einen Moment. Mein Rivale wagt es mir, den Krieg zu erklären. Um das Earltum von Northamptonshire. Sammelt die Truppenmänner. Dieser verfluchte Mordred. Er nutzt die Chance, dass unsere Truppen in der Bretagne sind und kämpfen. Und will uns jetzt angreifen und vernichten. Wer steht hinter uns? Niemand? Ich kann mit meiner Schwester kein Bündnis mehr machen. Ich habe aktuell kein Bündnis. Und dann wird es wohl Zeit, einen passenden Bündnispartner zu finden. Wir könnten ein Bündnis mit dem König schmieden, aber das hätte zur Folge, dass unser König alles erben würde, nicht wahr? Verdammt. Hätte ich doch jetzt nur einen Sohn und wäre dieses Bündnis möglich? Gäbe es denn auch Material, eine starke Bündnismacht? 1700 Truppen. Wo? In Polen. Weit weg. Weit weg in Polen. Ah, verdammt. Und wo seid ihr? Sardinien? Scheinbar. Wer wäre das denn? Schwer einzuschätzen, wie gut der sein wird in was auch immer. Es wird nicht besser. Er ist 5. Ich meine, sie ist schon 11. Miroslav. Bastard. Bündnis mit Posen. Wäre es nicht auch denkbar, eine Allianz mit dem König zu schmieden und bevor sie alt genug ist, die Verlobung wieder aufzukündigen? Weil wir es uns dann anders überlegt haben. Ah, aber ich glaube, wir könnten den König gar nicht zu Hilfe rufen in einem reichsinternen Krieg. Das heißt, es würde uns auch nichts bringen. Island könnte... Ganz im Norden. Mit Island könnte ein Bündnis geknüpft werden, dass das auch wieder aufgelöst werden kann. Oder auch mit Bayern. Island wäre nicht so weit weg. Mit dem Schiff könnten sie schnell kommen. Das würde uns aber eventuell Legitimität kosten, diese Verlobung wieder aufzukündigen. Da bin ich mir nicht sicher. Aber manchmal müssen schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann nicht zulassen, dass Mordred meine Bürger tötet, brandschatzt. Ich brauche dieses Bündnis jetzt, während ich in der Bretagne kämpfe. Ich brauche Jarl Taitur. Kommt in den Krieg. Wir brauchen euch. Helft mir.
Helft mir, Jarl Taitur. Seid meine letzte Hoffnung. Natürlich werde ich euch in diesem Krieg anschließen. Sehr gut. Island steht an unserer Seite. Fantastisch. Das heißt, wir belagern in der Bretagne weiter und hoffen, dass unsere Verbündeten rechtzeitig in Mercia eintreffen. Wir müssen diesen Krieg in der Bretagne schnell beenden, damit wir dann Erfolg haben können und Mordred zurückschlagen können. Der Herzog hat noch ein Bündnis. Natürlich hat er ein Bündnis mit Lancaster geschlossen. Gute Neuigkeiten, meine Ehefrau ist nicht mehr an Schwindsucht erkrankt. Jesus sei gepriesen, endlich. Ah, und König Robert wurde nicht beeinflusst, obwohl unsere Chancen bei über 80% standen. Fantastisch. Oder bei 75%. Damit wurden wir mal wieder überwältigt von Anspannung. Wir haben keine Möglichkeit, sie aktuell irgendwie abzubauen. So ist es nun mal. Ah, unsere Verbündeten sind da. Ach, und Lancaster marschiert jetzt auch noch gegen uns. Verflucht. Und sie belagern schon Northampton, das Kriegsziel. Oh, wen haben wir denn hier? Gegnerische Truppen. 4 Monate. Vielleicht können wir die erwischen. Ratsmitglied Wacklin ist verstorben. Eckbert versteckt sich. Was? Feige? Faul? Naja, dann am ehesten noch eigenwillig. Auch das ist... Was ist denn mit ihm los? Lauter schlechte Eigenschaften. Soll er eigenwillig werden? Eigenwillig, Eckbert. Auch kein großer Mann, wie es mir scheint. Wir haben die Belagerung in Northampton verloren. Aber wir haben dafür die Belagerung in der Bretagne gewonnen. Wir müssen schnell hier in den Norden marschieren. Die Armee besiegen und dann nach Wessex. Oh, es kommt wohl schon zur Schlacht ohne uns. Das ist ungünstig. Nein, sie marschieren weg. Sie hätten noch die Belagerung gewonnen. Meine Tochter Nadine schien es sich zu Herzen zu nehmen. Vielleicht sogar zu sehr. Sie setzt seit Stunden den Dienstboten zu und erklärt ihm, wie bessere Katholiken sind. Nadine könnte eine religiöse Eiferin werden. Oder sadistisch. Nun, das würde zu einer weiblichen Artus passen. Eine religiöse Eiferin und ehrgeizig, von mir aus. So, wir führen hier die Schlacht. Ah, wir hätten fast den Krieg schon gegen die Bretagne gewonnen. Unser Ratsverwalter ist leider gestorben. Wir haben einen neuen. Wie läuft die Schlacht im Norden? Es ist sehr knapp. Der Jarl wird wahrscheinlich verlieren. Der Gegner ist leicht stärker. Wir müssen eigentlich in den Norden. Müssen in den Norden. Können wir noch rechtzeitig in diese Schlacht kommen mit dem Schiff? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir werden aber mal die Überfahrt antreten. Nein, bis wir kommen, ist die Schlacht leider völlig verloren. Okay, wir werden hier nach Oxford landen und hoffen, dass die Isländer uns helfen. Und Nadine ist nicht mehr erkrankt. Welch wunderbare Neuigkeiten. Jesus sei gepriesen. Sie ist wieder gesund geworden. Das sind gute Neuigkeiten, Nadine. Das sind gute Neuigkeiten. Wir könnten es noch einmal probieren, dass sie noch fleißig wird. Eine religiöse Eiferin, ehrgeizig, fleißig. Weil tapfer sie ist. Sie wird als Frau nicht groß kämpfen. Es ist zwar eine geringe Chance, aber ich werde es dennoch mit dem Fleiß versuchen. Nadine, lass es mich noch einmal probieren mit dem Fleiß. Ich werde euch nicht enttäuschen, Vater. Es hat funktioniert. Nadine. Du wirst vielleicht doch noch eine große Herrscherin. Fleißig, ehrgeizig und eine religiöse Eiferin. Sehr gut. Aber wir haben ein Problem. Unsere Verbündeten ziehen sich in den Norden zurück. Wir müssen uns mit ihnen vereinen. Nur dann können wir diesen Mordred besiegen. Wir dürfen jetzt nicht abgefangen werden von ihm. Ich versuche mich nach Norden davon zu stehlen. Ich hoffe, er kann mich nicht abfangen. Die Sorge habe ich gerade ein bisschen. So, meine Verbündeten kommen wieder, das ist gut. Ah, Warwick wird belagert. Nun gut.
und halten uns in der Nähe bereit und hoffen, dass unsere Verbündeten kommen, dass wir zur Schlacht in Warwick marschieren können. Was haben wir hier? Vormundschaft anbieten. Was? Peter of Ilchester soll der Vormund von Nadine werden? Nein, 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 nein. Mündel von euch. Das tut mir leid, werter König. Ich muss dies ablehnen. Sie ist mein einziges Kind, das ich noch habe und wahrscheinlich wird meine Frau mir keine Kinder mehr schenken. Sie ist 40 Jahre alt. Das ist... Und unterernährt. Ha. Und ich habe Anspannung ohne Ende. Wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Gesellig sein ist nicht immer schön. Die Frage ist, werden meine Verbündeten... Ja, sie kommen zu mir, meine Verbündeten. Das ist gut. Was wäre denn jetzt hier das Problem? Mehr Truppen, höhere Güte. Gut. Das heißt, wir sammeln uns jetzt schon mal hier. Na toll, nur noch 3 Monate. Wann kommen denn unsere Verbündeten endlich? Wie lange brauche ich denn dahin zu marschieren? 7 Tage. Gut. Die Tage müssen wir warten. Ah, die Verbündeten brauchen leider noch. So, jetzt muss ich losmarschieren, sonst schaffen wir es nicht mehr, Warwick aufzuhalten und zu retten. Oh Gott, ich hoffe, die Verbündeten kommen dann noch rechtzeitig in die Schlacht. Sonst wird Warwick fallen. So, wen haben wir hier noch? Einen einzigen Ritter. Und unsere Verbündeten kommen. Minus 15. Leider ist dieser Herzog Mordred ein starker Kämpfer. Verflucht nochmal. Und das gepanzerte Fußvolk ist stark. Unser Fußvolk versucht das Beste. Wir haben 11 Ritter, der Gegner 12 Ritter. Aber unsere Verstärkung. Unsere Verstärkung, sie ist auf dem Weg. Sie wird es ausgleichen. Unser Ritter Vistan konnte Vogt Wulfhelm verwunden. Sehr gut. Unser Ritter Vistan wurde verwundet von Sewald Elton. Jetzt haben wir mehr Ritter auf dem Schlachtfeld. Unser Ritter Diego wurde von Anselm verstümmelt, verdammt. Aber wir haben eine Überzahl an Truppen. Unser Ritter Karl wurde verwundet von Seinwulf von Shrewsbury. Alexander konnte Thinwulf verwunden, sehr gut. Ah, wir treiben sie zurück. Umzingelt sie. Bringt mir Mordred, Morkart oder wie er heißt. Morkar. Bringt ihn mir. Stellt euch mir im Kampf. Stellt euch mir auf diesem Schlachtfeld, Mordred. Mann gegen Mann. Werde ich euch zurückschlagen. Euch verjagen aus meinem Land. Nehmt das. Nehmt diese Niederlage und flieht, ihr Narr. Ha. Ein wichtiger und entscheidender Sieg. Nach einer Niederlage. Wir müssen Northampton dringend zurückbelagern. Das ist das Kriegsziel. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch den Krieg mit der Bretagne, aber der kann warten. Der kann noch warten. Vielleicht wird uns auch ein Sieg noch den Prestige bringen, den wir brauchen für die Artus-Saga. Gefangene, die Lösegeld bringen können. Herzog Bernhard. Von der Bretagne. Interessant. Das bringt uns aber auch den Kriegsstand, oder? Oh nein, wir bekommen tatsächlich dadurch überhaupt keinen Kriegsstand. Habe ich das richtig gesehen? Nur durch die Belagerungen haben wir Kriegsstand, besetzte Grafschaften, gewonnen Schlachten. Nun, dann können wir die 100 Gold fordern für Herzog Bernhard. Einverstanden. Jawohl, 100 Gold, fantastisch. Und wer ist das? Roland irgendwas? Aber von mir aus 10 Gold. 10 Gold nehmen wir auch. Wo sind unsere... Ah, unsere Verbündeten helfen uns in Northamptonshire. Ein Anspruch auf Warwickshire. Was? Schon wieder Osmund Lancaster. Dieser verfluchte Narr. Kriegsführungsvorteil. Gut, wir nehmen die Versorgung im Feld. Die Feinde kommen, aber wir sind in Überzahl nach wie vor. Sie wollen wahrscheinlich zur Schlacht kommen. Wen haben wir denn hier? Elisabeth, die Dämliche? Aber eine unfassbar gute Intrigenspinnerin. Trostfresserin. Aber Earl Cuthbert ist ein mächtiger Vasall. Ich will ihn nicht erzürnen. Wir brauchen ihn im Rat.
Oh, und wir haben nicht alle Kriegsregimenter stationiert. Verdammt, das können wir natürlich jetzt nicht mehr machen, weil die schon ausgehoben sind. Das wäre noch wichtig gewesen, die Stationierung. Verflixt. Nun gut. Wir müssen jetzt erstmal diese Belagerung hier noch gewinnen. Das haben wir gleich. Dann wird es nochmal eine weitere Schlacht geben. Aber die Schlacht, die sehen wir in der nächsten Folge. Deswegen bleibt dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Und einen Kommentar. Und dann seht ihr, wie unser Herzog in die Schlacht fahren wird. Aber wie geht es seiner Gesundheit? Das ist auch eine große Frage. In Ordnung. Anspannungsstufe 2. Er ist zwar athletisch, aber die Anspannung macht mir wirklich Sorgen. Und bringt auch einen schweren Gesundheitsmalus. Wie lange wird er noch leben? Wird Nadine die Nachfolgerin sein? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Beim nächsten Mal. Euer Gaius.